Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Battlefield 1. Gehen wir's an. Die Beduinen schätzten ihre Pferde, da sie ihren Reitern eine beispiellose Schnelligkeit und Mobilität verliehen. Davon gehe ich stark aus, aber planen wir unseren nächsten Weg. Das sieht wirklich beeindruckend aus, muss ich gerade mal eben sagen. Die Multiplayer-Map, die kennen wir ja. Und man merkt an der Singleplayer-Kampagne auch, dass die wirklich sehr viel Zeit damit verbracht haben, den Multiplayer zu polieren, anstatt eine geile Singleplayer-Kampagne zu machen. Ist geil. Ohne Ende. Man könnte ein bisschen größer sein. So, halt. Eine der osmanischen Festungen ausspüren. Ja, nur da kommt mir einer entgegen. Ja, fein. Hab ich wohl schon gesehen. Ich glaube, wir gehen da hinten hin. Weit abseits von allem. Dem Säbel voran! Ey, wieso kommen die mir direkt entgegen? Das ist noch nicht mal ein direkter Weg. Sind die in Alarmbereitschaft? Macht nicht den Anschein, aber Wachposten sind da, die sind gut aufgestellt. Ja, die da hinten haben mich hundertprozentig gesehen. Aber die nicht. Ah, shit, das ist ein Leuchtsignal. Eigentlich soll ich den Großangriff eröffnen. Ich habe zwar nicht viel Munition, aber... Eliminiere den Kommandeur. In dem Gebiet? Wo haben wir dich? Ne, die bombardieren weiter, die bombardieren. Kein Leuchtsignal. Toll, jetzt komm mal da hin. Hier ist eine Straße, da sollte ich aufpassen. Der kommt mir entgegen. Das wird knapp. Ja, der sieht mich. Guck mal woanders hin. Wird ein anderer drauf aufmerksam, nicht schlecht. Da muss ich schon den ganzen Scheißweg hier hinkrabbeln, nur um den zu erledigen. Würde man mal gern wissen, was der Typ da oben denkt. Wo könnte der Commander sein? Er kann doch nur im Haus sein. Da kommt er mir entgegen. Aber bevor der was machen kann, stechen wir den von der Leiter. Moment, Moment. Nimm den den Tornister an mir. Das war auch noch der Kommandant. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Waffe nehmen wir auch noch mit. Schicken wir einen falschen Befehl. Wahnsinn! Da ist er auf dem Dach und kommt uns entgegen. Ich muss immer dahin, wo genau ein Mann die ganze Straße abdeckt. Und da außen rumzukommen ist immer furchtbar kacke. Die haben zwar Geräte da, aber es ist nicht wirklich gut bewacht. Wer sind wir denn? Ja, die sind gezwungen, dahin zu gucken. Geht gar nicht anders. Ich werde mich gar nicht um den kümmern. Gut, fällt gar nicht auf.
Einsatzziel abgeschlossen. Wollen wir mal weg? Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Also müssen wir noch zwei andere Missionen abschließen. Okay, wir haben auch noch zwei Punkte. Ah, kann ich auch unterschiedlich schlagen? Jo. Wir sind fast da. Ich denke, wir können hier bis an die Mauer angehen, oder? Aber das müsste man von Weitem hören, so ein Pferd, wenn das so angaloppiert kommt. Auf jeden Fall. So, hier wird auch wieder der Kommandeur gesucht, hä? Nicht feststecken, bitte, das wäre bitter. Der ist bestimmt wieder oben auf dem Dach, krabbelt die Leiter runter und will vom Messer abgepiekst werden. Auch wenn wir was Schallgedämpftes finden würden, ich würde einfach nur lachen. Naja, zur Sicherheit nehmen wir mal hier die Sniper mit. Das dürfte uns gut Rückendeckung geben. Und so ein automatisches Ding. Die... Keine Hellfire. What the hell? Den kenne ich noch nicht. Ja, yeah, wo könnte der denn sein? Ich habe hier noch nichts ausgekundschaftet. In dem Gebiet. Hier ist niemand. Was ich gelernt habe bisher, der ist nie an den äußeren Rändern. Der ist meistens immer in der Mitte. Meistens. Die hören das, wenn man rennt. Wirklich, das hat eine riesige Reichweite. Da ist aber jemand scheiße gekleidet. Da kann ich nicht hin. Der Flammenwerfer Fuzzi macht mich fertig. Lass mich raten, der rennt genau dahin. Ich muss es wagen. Den kann ich, glaube ich, nicht ausschalten. Glaube ich nicht. Kann ich den mitnehmen? Auch nicht. Ich glaube, wenn wir den bewerfen, ist die... Moment, wieso habe ich keine Munition? Ich wollte schon sagen. Schnell ins Haus, bevor wir noch gesehen werden. Naja, die Leichen werden früher oder später sowieso entdeckt werden. Da ist der Kommandeur. So ist das. Gib mir deinen Tornister. Glück gehabt, dass ich den so schnell gefunden habe. Die sind aber meistens in den Häusern, die laufen nie hier rum. Dass der da oben auf dem Dach vorhin war, war wirklich Glück. Ich will ihn nur in die falsche Richtung locken. So, der Flammenwerfer-Typ geht jetzt mal dahin. Obwohl, ich könnte den eigentlich abstechen, oder? Nee, kann ich nicht. Dachte ich mir. Na, es läuft ja bisher ganz gut. Ein Kommandeur haben wir noch. Das Pferd steht schon ready. Wir setzten große Hoffnungen in Sarahs Fähigkeiten. Und ich war mir absolut sicher, dass sie Erfolg haben würde. Na, aber sicherlich. So, wir müssen leider einen ganz großen Bogen reiten, weil sonst werde ich locker entdeckt, wenn ich hier einfach mal durch die Pampa galoppiere. Was dem Auto da noch? Boah, komm, mach noch ein bisschen mehr Krach. Kriegt keiner mit. So, letztes Gebiet.
Hier ist wirklich nicht viel zu sagen. Das Ganze ist wirklich direkt und geradlinig. Da hinten kommt mir ein Auto entgegen. Ich denke, hier hinter können wir das Pferd bunkern und dann suchen wir den Kommandeur. Und dann fliegt die letzte Taube. Hoffentlich fliege ich nicht auf. Das wäre richtig geil eigentlich. Guck mal, da kundschaftet einer aus. Ich werde nicht mehr. Mit dem Fernglas. Also wenn der wirklich mit dem Fernglas guckt, dann wird er mich ja auch sehen. Weiß nicht, inwiefern das Spiel jetzt hier wirklich realistisch ist, aber... Er wird nicht darauf aufmerksam. Ich behalte aber die Sniper. Oh ja. Die Haftmine nehme ich mit. Shit, ich glaube, da tut noch einer vor mir rum. Stielhandgranaten. Eieiei. Ich schätze mal, das ist nur der eine. Ja, so ist das, ne? Siehst mich zwar, aber jetzt nicht mehr. So, jetzt können wir von dem Punkt aus kundschaften. Und sehen natürlich nicht unseren Kommandeur. Da ist er! Hey! Mit einem dicken, fetten MG-Schützen. Schau gelöst. Speer erledigt. Ausgekundschaftet, Kommandeur gefunden, wieder zufällig um die Ecke latscht und wir gehen jetzt straight dahin und killen den. Der wird tatsächlich begleitet von einem MG-Schützen. Das kann nur zu einem Konflikt kommen. Alles, was wir machen können, ist den hier hochlocken. Abseits von seinem Pfad. Ja, dachte ich mir nämlich. Der MG-Schütze geht nämlich weiter. Gut, dass wir auch ihn ablenken und nicht den MG-Schützen. Ich hoffe, der dreht nicht um, weil sonst haben wir ein Problem. Ja, der Tod kommt schleichend. Da oben zu dem Haus müssen wir. Ey, das ist super ruhig abgelaufen. Und wir müssen schnell machen, bevor der Commander entdeckt wird. Das wird auch wirklich nur mit einer Person bewacht, was ich super geil finde. Easy. Besser geht's gar nicht. Ja, guck mal an. Wieso denn er? Haben wir den nicht gefangen genommen? Tja, meine Liebe, die Nachricht wurde längst geschickt. Aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Lawrence war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lawrence Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie hat die Witterung aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Erst durch den Feuersturm der Kanone. Dann mit den Truppen, die alle Überlebenden ausradieren werden. Die Legende von Lawrence von Arabien stirbt heute Nacht. Lawrence.
Ja, wir haben es gerade noch geschafft. Tilkichi war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawha wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Er muss also irgendwo Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze an den Gleisen. Ja, ich sammle unsere Kämpfer. Wenn ich die Gleise sprenge, sitzt der Zug in der Falle. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Tja, das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Jasno! Die letzte Mission. Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten. Wenn wir es schaffen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Kein Problem. Markieren wir alles, legen wir los. Auf geht's.